Tja, und vieles, was da gerade geschildert wurde, kam Sasa Tata vertraut vor, kann man so sagen. Sie ist 36, lebt von Erwerbsminderungsrente aufgrund einer Autoimmunerkrankung, kann auch sie nicht arbeiten und hat sich ebenfalls der Aktion angeschlossen. Ich bin armutsbetroffen. Darüber wird sie heute mit uns reden. Schön, dass Sie da sind. Und zwar reden auch mit Marc Biadatz, der für die CDU im Bundestag sitzt, ob man im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Und Herr Biadatz, Sie sagen über das Bürgergeld, gerade jetzt, wo es überall offene Stellen gibt, sollte man keine teuren ideologischen Reformen unseres Arbeitsmarktes angehen? Ein teures und fehlgeleitetes Bürgergeld sollte von der Agenda gestrichen werden. Gibt es schon die erste Zustimmung? Aber da, jetzt müssen Sie liefern. Was ist daran so fehlgeleitet? Was ist falsch an 50 Euro mehr an einem besser ausgestatteten Bürgergeld? Glauben Sie, dass es Faulenzer fördert oder reicht Hartz IV schlicht? Wir haben Hartz IV eingeführt. Das war die damalige Bundesregierung Rot-Grün unter Gerhard Schröder. Da hatten wir gar nichts damit zu tun. Aber es war eine richtige Entscheidung. Damals hatten wir über 5 Millionen Arbeitslose in Deutschland. Jetzt haben wir genau das andere Problem. Wir haben nur noch knapp 2,6 Millionen Arbeitslose. Aber wir haben den großen Unterschied. Wir haben 1,9 Millionen Stellen, die nicht besetzt sind. Deswegen ist das Bürgergeld, das jetzt von der Ampel eingeführt wird, der falsche Anreiz. Denn wir müssen den Menschen sagen, es lohnt sich, sich anzustrengen, das Leistungsprinzip anzunehmen, um eben dann auch eine offene Stelle annehmen zu können. Heißt also, Sie finden es im Prinzip okay, wenn Hartz IV nicht so richtig zum Leben reicht, weil dann müssen sich die Leute in irgendeinen Job flüchten? Ist das so ein bisschen die Logik dahinter? Nein, wir wollen, dass Menschen durch Arbeit sich selbst verwirklichen können. Und ich glaube, jeder von uns weiß, wie wichtig es ist, einen Job zu haben, sich selbst versorgen zu können. Und deswegen glaube ich, ist Hartz IV oder das Bürgergeld immer nur eine Zwischenstelle. Es sollte immer der Anreiz sein für uns alle als Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch, das muss der Vorsatz der Politik sein, Menschen in Arbeit zu bringen. Sie, Frau Satata, finden am Bürgergeld schon mal erstmal gut, dass es eine Stigmatisierung beenden könnte. Was für eine Stigmatisierung meinen Sie? Was empfinden Sie als Stigma, als jemand, der auch von Zuwendung lebt? Naja, ist ja gerade auch in dem Beitrag genannt worden, ne, das Klischee des faulen Hartz-IV-Empfängers, der nicht arbeiten gehen will, das entspricht halt schlicht nicht den Tatsachen. Das ist wirklich nur eine absolute Minderheit der Sozialleistungsbeziehenden. Und auch wenn wir uns angucken, wie viele davon überhaupt erwerbsfähig sind, ne, frei dem Markt zur Verfügung stehen, dann reden wir von jedem vierten bis fünften. Das sind aktuell, glaube ich, aktuelle Zahlen sind, glaube ich, aus dem letzten Jahr bei 23%, die überhaupt im Arbeitsmarkt von diesen 2,6 Millionen zur Verfügung stehen, dann, die Sie gerade eben benannt haben. Also das muss man alles ein bisschen in Relation sehen. Und, aber der entscheidende Punkt für mich ist einfach, ich möchte in einer solidarischen Gesellschaft leben, die vom schwächsten Glied dieser Gesellschaft ausgeht. Und das sind unter anderem Menschen wie ich oder auch die Menschen, die wir gerade in dem Beitrag gesehen haben, die schlicht einfach nicht mehr arbeiten können. Und wir sind staatlich angeordnet zu Armut, verdammt. Und im Moment geht uns wirklich der Arsch auf Grundeis. Aber eins, glaube ich, ist auch wichtig, Frau Satata. Solidarität ist keine Einbahnstraße. Es gibt eben auch Menschen, die dieses System Hartz IV oder jetzt Bürgergeld ab 01.01.2023 finanzieren. Und das sind eben auch Menschen, die nicht sehr viel verdienen. Die gehören auch mit dazu. Und ich glaube, diesen Respekt sollten wir eben beiden entgegenbringen. Und deswegen verstehe ich das, was Sie sagen, aber Sie müssen auch meine Position verstehen. Ich möchte eben auch ein Sprachrohr für diejenigen sein, die dieses System finanzieren. Ja, da bin ich absolut bei Ihnen. Dann würde ich mir aber... Da bin ich vom Grundprinzip bei Ihnen. Da würde ich mir aber dann von Ihnen wünschen, dass Sie sich wirklich massivst für einen höheren Mindestlohn einsetzen. Da müssen diese Menschen besser bezahlt werden. So wird ein Schuh draus. Aber wir können doch nicht den ärmsten Menschen dieser Gesellschaft letztlich noch mehr nehmen. Und das tun wir mit der aktuellen Inflationsrate einfach. Da reicht halt eben auch nicht die 50 Euro Steigerung. Beziehungsweise, wenn ich den Regelsatz für meine Tochter angucke, sind es nur 33 Euro. Und da wird halt groß von getöst, wir wollen jetzt irgendwie die Kinderarmut in diesem Land brechen. Das wird damit einfach nicht funktionieren. Das ist zu wenig und es kommt einfach zu spät. Und nochmal, aus meiner Sicht müssen wir da vom schwächsten Glied der Gesellschaft ausgehen. Und die Löhne sollten aus meiner Sicht dringend steigen. 12 Euro Mindestlohn ist bei weitem nicht genug. Vielleicht nur einen Punkt. Jetzt der neue Regelsatz ist jetzt für mich auch als Bundestagsabgeordneter der Union gar nicht die große Kritik. Die Kritik ist für mich, dass Sanktionen vor allem im ersten halben Jahr fast komplett ausgesetzt werden. Und das kann einfach nicht sein. Wenn ich nicht in die Arbeit gehe, wenn ich nicht in die Fraktion komme, da bekomme ich auch von Friedrich Merz eine Sanktion. Und ich glaube, wir alle müssen eben auch klar und deutlich sagen, Sanktionen
gehören bei einem Transfersystem, und das ist das Bürgergeld, eben auch mit dazu. Aber Herr Bier, ich hab in dieser Sendung gelernt, dass die Sanktionen wirklich nur einen ganz kleinen Teil der Hartz-IV-Bezieher überhaupt betreffen. Die ausscheren, die sich nicht an Absprachen halten, die zu Terminen nicht erscheinen. Aber ich glaube gar nicht, dass sie sozusagen das Gros der Kosten oder der Maßnahmen ausmachen, aber sicherlich sehr viel Bürokratie erfordern. Ist es nicht viel motivierender, wenn man sagt, diejenigen, die Sand ins Getriebe streuen und die vielleicht nicht erreichbar sind, die nimmt man in Kauf, die halten wir aus, und dafür gängeln wir nicht all die anderen mit dem drohenden Finger, indem wir immer mit Sanktionsandrohungen kommen und im Grunde so paternalistisch, fast erziehend als Staat auftreten? Ist es nicht eine Frage von Würde auch zu sagen, du kriegst die Zuwendung, egal wie du dich verhältst, wie du bist, und wir belohnen, das ist ja beabsichtigt, belohnen sogar deine Fortbildungsmaßnahmen, die du eingehst, mit noch mehr Geld. Aber Herr Laschka, ist es auch nicht ein Prinzip zu sagen, wir geben niemanden auf, jedes Individuum soll von uns in den Mittelpunkt gestellt werden, und ich möchte keine Langzeitarbeitslosen in Deutschland aufgeben. Das ist nicht die Politik der Union. Na, das sieht ja das Bürgergeld aktuell auch gar nicht vor. Da sind ja viele Fördermaßnahmen da. Nur noch mal, ganz entscheidend ist, wir müssen wirklich von dem Großteil der Sozialleistungsbeziehenden ausgehen. Und das sind Menschen, die pflegende Angehörige sind, die Alleinerziehende sind, die schwer krank sind und schlicht nicht mehr arbeiten können. Und die haben richtige Existenzängste, und das 24/7. Und das wird sich die nächsten Monate noch drastisch zuspitzen. Und diese Menschen sind auf Politikerinnen und auf deren Entscheidung angewiesen. Vielleicht noch einen Punkt. Ja, wir müssen Einmalzahlungen gerade für Menschen, denen es jetzt aufgrund dieses fürchterlichen Angriffskriegs von Wladimir Putin nicht gut geht, denen müssen wir helfen. Aber das Bürgergeld ist ein strukturelles Defizit für den Bundeshaushalt, und dieses Geld haben wir einfach nicht. Dann bin ich gespannt, wie diese Debatte weiterlaufen soll, wenn im Herbst und im Winter die Preise noch mehr in die Höhe schießen. Und viele Bezieher sagen ja heute schon, eigentlich hat es schon die letzten Monate nicht gereicht. Ich möchte mich aber bedanken, dass Sie heute in großem Respekt hier die Meinungen ausgetauscht haben. Und würde mich freuen, wenn wir uns widersprechen zu dem Thema. Danke Ihnen, Frau Sattata, danke Herr Biadasz. Danke.